So, liebe Freunde, neuer Tag, neues Glück. Hoffe ich. Heute ziehen wir wieder los. Ah, das ist doch gut. Jetzt nochmal Richtung Heimat, bitte. Und ich habe schon wieder meine Karte überdreht. Also überblendet, aber... Naja, mal gucken, was es wird. Ob wir es diesmal schaffen. Achso, ich bin erschöpft. Ja, die Werte sind wieder einigermaßen. Fleisch hatte ich leider ja nicht mehr so viel. Das war ja alles vergammelt. Leider. Können wir den noch nehmen? Nein. Dann müssen wir ihn sammeln. Wenigstens das Fleisch mitnehmen, ne? Wir müssen uns hier lang halten, glaube ich. Glaube ich, hat mich in der letzten Folge auch schon mal was gekostet. Oder in den letzten Folgen, ne? Jetzt einfach bis nach ganz in die Richtung. Kommen wir an eine Wand, der wir dann folgen können sonst. Ich muss mich ja irgendwo mal extrem blöd gedreht haben. Und ich so dermaßen die Orientierung verloren habe. Ach Mensch, diese Igel, überall sind die Igel. So, weiter. Und überall liegen tote Vögel. Gucken, ob wir es diesmal nach Hause schaffen, ohne einen Angriff. Alle Stellen, wo wir waren. Ich weiß nicht, wann ich diesen Absprung nicht geschafft habe, sag ich mal, um weiter in die richtige Richtung zu gehen. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt schon wieder richtig sind oder falsch. Wir laufen jetzt einfach und hoffen, dass wir wieder dahin kommen. Der Weg dahin war irgendwie so glücklich. Eine Folge, super viel Zeit noch über. Und jetzt auf dem Rückweg so ein Mist. Das Drogenlabor finden würde, würde es mir extrem helfen. Würde auch extrem helfen, nicht von einer Wildkatze gefressen zu werden, die ja hier immer noch so ekelhaft böse sind. Aber man muss sich den Stellen wegrennen, hilft gar nicht. Das haben wir ja nur schon rausgefunden. Nein, Bildschirm bitte nicht ausgehen. Habe ich jetzt hier noch eine Höhle gefunden oder was? Oh nein! Wie zum Teufel bin ich denn jetzt hierher schon wieder gekommen? Boah, komm schon! Das geht nicht!
Das geht einfach nicht. In die Richtung, los. Ah, nee. Ich will doch nur nach Hause. Ich will jetzt endlich mal Eisen schmelzen. Immer in die Richtung. Dann müssten wir bei der Flugzeughöhle irgendwie ankommen. Glaube ich. Bambuswald. So, Flugzeug. Korrekt? Ja. So, was zu trinken. Na los. Sammeln. Oh, guck mal, das Eisen scheint neu zu spawnen. Da ist wieder was. Und die nehmen wir auch nochmal gleich mit. So, Holzbett, schlafen. Damit es wieder ein bisschen heller wird. Gut, reicht. Okay. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Bei der Flugzeughöhle. Die andere Flugzeughöhle-Eingang ist nämlich eher von unserer Base aus, aber wir kommen ja hier nicht durch. Das heißt, wir halten uns jetzt hier an diesem Ding. Na, na, na. Na, meine Güte. Schlange City hier oder was? Passt noch? Passt noch. Mitnehmen. Wir müssen uns schon wieder untersuchen. Wo klebt uns jetzt ein Blutegel? Da. Eins, zwei. Fertig. So, wir gehen jetzt diesem Weg, also diesem Ding hier, folgen wir jetzt dauerhaft. Wir müssen nämlich einmal auf die andere Seite. Was will denn meine Uhr ständig von mir? Achso, weil mein Fleisch schon wieder knapp ist. So, mitnehmen. Weiter geht's. Ja. Oh, ich hoffe bloß, ich renne jetzt in nichts rein, weil ich mich so beeile, ne? Weil ich jetzt diese Folge gerne mal nach Hause kommen würde. Berg immer linke Hand lassen. Bis wir zu einem Wasserfall kommen. Meine Güte, nee. Verloren im Dschungel. Vorsicht, gerade Fläche sitzt gerne mal eine Schlange. Wasserfall.
Check. Wir müssen rüber auf die andere Seite. Weil irgendwo da vorne müsste ein Weg durchgehen. Oder das ist ein Weg, der von hier aus nicht zu erklimmen ist. So wie es scheint. Oder? Doch. Das ist wichtig. So. Zwischen den Felsen durch. Genau. Ach so, jetzt habe ich die Karte. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt geht's ab nach Hause, Leute. Links rum. Sind wir auch gar nicht mehr so weit weg. Okay, Werte sehen noch gut aus, bis auf Fleisch, aber zu Hause wartet Fisch auf uns. So, wenn ich dem Weg jetzt immer folge. Kommen wir auf diesen Felsen zu, ganz genau. Von diesem Felsen aus müssen wir aber eher rechts. Eigentlich müsste hier gleich noch ein kleiner See kommen. See oder Tümpel. Da ist das eingeborene Dorf, genau. Hier können wir durch, hier sinkt keiner. Genau, das ist am Wasser. Weiter in die Richtung. Psst, Ruhe. Ah, Leute, wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Muss mich nur schon wieder untersuchen. Blutigelchen. Jetzt hier rum. Gott, ich habe drei Kreuze, wenn ich zu Hause bin. Larven brauchen wir nicht, haben wir genug. Oh, was? Okay. Bitte entschuldige, liebes Gürteltier. Nein! Goddammit! Fakt, Ausschlag. Ich habe so eben auf dieses komische Geklapper gehört. Guck mal, wo wir sind. Wir sind zu Hause. Gott verdammt, trautes Heimglück allein. Mit in den Ausschlag, ach am Bein. Wir haben es geschafft. Jetzt machen wir uns erstmal ein Feuer. Wir müssen erstmal Stuff ablegen. Okay, warte mal, das legen wir ab.
Aber der Hauptgrund, warum wir so voll sind, ist das hier. Pass auf, die. Büchsen. Brauchen wir nachher, schmeiße ich jetzt erstmal hier hin. Stapel ich schön. Und er fällt. So. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt. Guck mal, da unten Fettfisch drin. Geil, viermal. Ich habe keine Stöcke. Sammeln wir erstmal die hier auf dem Boden auf. Die kleinen können wir. Halt. Von da nehmen. So, und schlafen. Denn wir sind total im Argen. Was aber nicht weiter wild ist, denn wir haben es bis nach Hause geschafft. Jetzt können wir uns fertig machen und dann wieder aufbrechen. Ja, ihr habt richtig gehört, dann brechen wir nachher wieder auf, denn ich wollte unbedingt den Topf holen. Aber irgendwie muss der ja dann noch beim Drogenlager sein. Aber der Weg zum Drogenlager müsste eigentlich relativ gut zu finden sein. Wir sind da auch an der Nähe vorbeigekommen. Gürteltier, Arafleisch. Tukan können wir sammeln. Wenn wir wahrscheinlich nie so viele Mahnen brauchen. Und jetzt können wir noch die beiden essen. Das Brät. Dann können wir die hier nämlich auch noch mit zuschmeißen. Und das reicht für Wasser. Ja, auf jeden Fall. Aber Fleisch ist halt ganz wichtig gerade. Haben wir Gott sei Dank auch hier noch ein bisschen jetzt. Gleich essen. Aber wisst ihr was? Ich hole mir gleich nochmal einen Fisch. Für die nächste Runde komplett voll machen. Oder bauen wir in der nächsten Runde erstmal. Oh, ist natürlich. Sammeln. Jetzt überlege ich gerade, was wir machen. Wollen wir in der nächsten Runde gleich nochmal los, um eventuell den Topf zu holen? Oder sagt man sich jetzt, you know what? No. Wir gehen lieber erstmal. Das Eisen schmelzen, um uns eventuell eine bessere Rüstung zu machen, für Angriffe gewappnet zu sein. Ich denke, dafür ist die nachher. So, in die Lagerkiste schmeiße ich auch nochmal. Ey! Leck! Die beiden Kokosnüsse mit rein. Knochen. Eisenerz legen wir natürlich auch ab. Das war's auch schon. Vom Platzmäßigen her. Das ist natürlich schlecht. Essen. Oh, das war gut. Das war sehr gut. So, dann hauen wir jetzt noch das letzte Stück hier drauf. An sich sind unsere Werte so sehr, sehr gut. Auf was haben wir schon wieder? Blutegel? Danke. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Leute, gefallen habt, hat, boah, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich möchte hier draußen noch einen Lehmeingang machen. Ja, wir sind jetzt voll und dann gucken wir mal, vielleicht machen wir erstmal die Eisenrüstung. Also, wenn ihr das sehen wollt, bleibt da schön dran. Also, bis denn dann. Ciao, ciao.